Jetzt reicht's mir aber langsam. So, jetzt auch gleich diese Kultur auf. Diese Macht furchteinflößend. So, ich nehme jetzt als erstes mal die Festung da unten ein. Es geht ja gar nicht, dass die hier in meinem Gebiet die Vorherrschaft haben. Erstmal ändern. Boah. Das hat fast die ganze Leiste abgezogen. So, und da ist noch eine Kabelmine. Perfekt, dann kann ich gegen die direkt kämpfen. Uiuiui. So, Festungskommandant, komm mal ganz schnell her. Aua! Danke. So. Oh, Sie sind erstaunlich stark, Meisterin Sia. Helf mir, helf mir. Also wirklich, bei deiner Macht solltest du doch alleine mit fertig werden, oder? So. Ach, ich hab sie sogar besiegt. Die ist einfach so explodiert. Gut, toll. So. Dadurch kämpfen. Schicke unser letzter Kampfmine los. Auf geht's. Was? Irgendwas ist kaputt. Sie macht keinen Mucks. Müssen sie wohl, wir sie wohl hier lassen. Wo ist sie? So. Ach, kommt da jetzt gar keine Skulptur mehr? Kann sein, dass die nur in der Hauptkampagne waren. So, noch ein bisschen aufräumen, dann sollte hier langsam mal Frieden einkehren. So, da sind noch ein paar große Kerlchen, die noch weg müssen, bevor meine Truppen hier alleine klarkommen. Und dann muss er sofort zu Byroma. Weil sonst geht hier alles ein bisschen den Bach runter. So, ich hab genug für heute, gut. Byroma, wo bist du denn? Ui, der verliert aber ordentlich Leben. Warte, ich muss mal ganz kurz diese zwei geschwächten Hauptmänner angreifen. Ach, da ist er ja, oder? Nee. Da ist er. Ja, what the hell? Oh, die Festung in der Truppenhohenwolke. Ja, das ist eine gute Idee. Hör auf zu winzen. Gut, ich werde helfen. Halte noch ein wenig durch. Boah, ich lieg hier los. Und nochmal reinhauen. Das ist schon ziemlich am Ende, muss ich sagen. Zumindest sieht es auf dem Bild. Auf dem Gamepad aus. So, die Ex-Phallos sind wichtig, dass die wegkommen, weil die sind die Stärkeren hier. So, jetzt komm her. Eindruck, mir wird allein vom Zusehen ganz anders. Ja, das glaube ich dir. Ah, das ist der Exal gewesen jetzt. Okay. So, Byroma geht immer noch schlecht, aber jetzt wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Einfach mal die großen Gegner erledigen, dann klappt das schon. Dinodoros. So, jetzt habe ich mal die Schwachstelle von einem erledigt. Und hat ordentlich reingehauen. So. Oh, da ist wieder ein Vorpostenhauptmann. So, die wieder erledigen. Boah, hier geht's aber ordentlich ab hier. Erste Mission und direkt eine Riesenschlacht. Alter, wie viel sind denn hier Gegner? Sie hat Byroma gerettet. Okay, jetzt hat er wieder volles Leben. Den auch noch erledigen. Den auch noch. Wie viel kommen denn da von denen? Ich muss eindeutig die Festungen einnehmen. Sonst geht hier nichts weiter. Komm, aber der kann trotzdem noch dran glauben. Komm, ich will die Magie haben. Ja, danke, ein bisschen wenigstens. So. Das muss jetzt fürs Erste reichen, mein lieber Freund. Oder ihr Untergehen, Entschuldigung, bin ja kein Guter mehr.
Muss wieder anders denken. So, ich hole mir zuerst die Festung da oben. Ich arbeite mich von hinten nach vorne durch. So, was haben wir denn hier? Ein paar kleine Winzlinge. Ist das nicht herzallerliebst? Als ob sie eine Chance hätten. Oh, ich liebe diesen Angriff. Der haut einfach so rein. Vor allem, wenn die so kleine links ruft. Ich will mal kämpfen. Die machen doch ordentlich Schaden von dem. Von daher ist das richtig cool. So. Nordplatz, gleich gehörst du mir. Wo ist der Festungskommand? Oh, der fliegt schon. Seh den gar nicht und schlag schon auf den ein. So, Nordplatz ist offen. Da ist die Verstärkung sehr gut. Das ist ein Vorposten. Oh, wie süß. So. Meiner. Meine Keime. Die sollen rückprobieren, mir was anzuhaben. So, was haben wir denn hier? Kurz schauen, was für Mission wir haben. Verhindere, dass die Krabbenmine in die Festung eindringt. Gut. Achso, das ist ein... Ach, das ist nur ein Protokoll auf dem Gamepad. Ich dachte, das wäre eine aktuelle Mission, aber... Das ist nur ein Protokoll, wann ich welche Mission davon erledigt habe. So, Festungskommandant. Ich würde sagen, das gehört mir. Von da aus komme ich nicht ran. Gehen wir oben rum. Hätte zwar unten rum gekonnt, aber... Nee. So. Wir haben voll. Das heißt, ein bisschen mitten reinstehen und dann... Ba-bam. Ba-bam, shazam. Und die Festung ist schon fast besiegt. Und jetzt ist die Festung besiegt. Das war jetzt wirklich schnell. So, einfach weiter. Da ist ein Vorposten. Viel bleibt ja nicht mehr, lieber Wolga. So, ein paar Mal draufschlagen. Und links sollen den Rest erledigen. Ah, ist das cool. Boah, ist da ein dicker Haufen. Da muss ich jetzt kurz mal reinschlagen und ein bisschen Loch reinreißen in die Armee. Geht doch nicht, dass da hier so eine Riesenarmee gegen meine Truppen kämpfen will, die halbe Map einfach eindeckt. So, den Angriff noch, dann passt. Und der Vorposten. Den ich eigentlich schon vorhin eingenommen habe, oder? Noch immer nicht erledigt. Ja, okay, jetzt. Geht was im Weg! So. Wirbelsturm erledigt, den Rest. Boah, da... Wie das einfach nicht aufhört, die Leute hier zu spawnen. Unglaublich. Kleiner Vorposten. Und weiter geht's. Die letzte Festung. Wo sind da alles meine Gegner? Da sind da schon einige von meinen Truppen angekommen. Das ist mal was ganz Neues. So, boah, die macht sogar Sturmangriffe. Ist das cool. Können wir mal ein paar Gegner auftauchen? Ja, so. Kann man die am besten rausfiltern. Jetzt wird nicht so schnell, wie ich es gern hätte, aber okay. So. Weil wir es noch nicht ausprobiert haben. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, meine Magie wäre voll mit der Flasche. Dann eben nicht. Boah. Wir sind da kaum Gegner. Mehr Gegner finden, die ich erledigen kann. Der war jetzt gut, der Wirbelsturm.
So, jetzt aber. Weg mit dir. Die Festungen der Truppen von Volga wurden erobert. Es ist beachtlich, wie du dich gegen mein Volk schlägst, aber deswegen werde ich nicht an deiner Seite kämpfen. Du weigerst dich noch immer. Du hast gar keine Wahl, als du wirst vor mir knien. Ein ganz Platz ist offen. Und damit auch der Weg zu dir, Volga. So, Schwachstelle, Schwachstelle, Schwachstelle. Jawoll, es ist noch nicht alles verloren. Oh Gott, was kommt jetzt? Ach nee, nicht schon wieder Droga irgendwo. Feuerspeiender König Dodongo. Den haben wir noch nie erlebt. Was? Zwei Exemplare? Oh Gott. Wollte dem jetzt eigentlich was ins Maul werfen. Ah, ich muss mal kurz die Herzen hier nehmen. So. Friss den hier. So, Schwachstelle, Schwachstelle. Ich habe keine Zeit für dich, Volga. Muss ich um ein ganz anderes Kaliber kümmern. Auch wenn du schon da stehst. Kriegt ihr beide was ab. So, komm. Ah. Volga, wirst du mich gehorchen, wenn ich dich besiege? Einverstanden, doch wenn ich gewinne, gehst du mir für immer aus den Augen. Das ist aber ein schlechter Tausch. Ich würde mehr verlangen. So. Weg mit dir. Oder zumindest einen großen Schaden aus anrichten kann ich. Der war cool. Der war tatsächlich mal cool, der Trick. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg von mir. So. Reicht das jetzt langsam? So. Alter. Ich will doch nur den Mistkerl hier mal besiegen. Wo ging denn das mit dem Wechseln? Oh, danke schön. Ah! Es ist jetzt gerade etwas unpraktisch alles zusammen. Reicht das für den König Dodongo? Nein, natürlich nicht. Ach, jetzt habe ich ihn auf einmal besiegt. Danke, dass du mir das eingestehst. So, jetzt aber. Jetzt reicht es mir aber langsam mit dir, Freundchen. So behandelt man keine Frau. Und gar nicht eine Zauberin mit der Macht über die Zeit. So, komm her. Die letzten paar Schläge muss der Zaun raushalten, Freundchen. Komm schon, Link. Okay. Falsche Fähigkeit. Volga wurde besiegt. Besiege Volga und Pyroma. Was? Wurde besiegt? Wie konnte denn das geschehen? Wieso ist Pyroma jetzt gegen mich? Hör auf, dich zu beschweren und komm mit. Schließlich gehörst du jetzt mir. Wieso ist Pyroma jetzt nicht mehr auf meiner Seite? Muss ich das verstehen? Oh Gott, König Dodongo hat das Hauptquartier erreicht. Das könnte jetzt noch böse enden. Schneller!